Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Dieser Oscar ist heute auch mal wieder dabei. Hallo. Wir sind im Namen der Zeitgeist Mobility Studio von Ford unterwegs. Und heute hier mit der wunderschönen Kranstadt von Köln im Hintergrund geht es ums Thema Geofencing. Hast du eine Ahnung, was Geofencing ist? Ja, nicht so richtig. Ich glaube irgendwie, also ich habe Lichter bei mir zu Hause, die gehen an und aus, wenn ich ins Haus komme und das Haus verlasse. Ich glaube, das ist auch Geofencing, oder? Ja, genau. Bei Geofencing geht es darum, dass man eben Gebiete eingrenzen oder bestimmen kann und in diesen Gebieten dann was Bestimmtes passiert. Und hier in Köln hat Ford zusammen mit der Stadt Köln ein Projekt entwickelt und zusammen mit der Hochschule in Aachen, wie über Geofencing Plug-in-Hybride automatisch umgeschaltet werden auf Elektromobilität, damit es leise und ohne Gestank zugeht. Ja, aber so genau weiß ich es auch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt den Herrn Palmer treffen. Und der Herr Palmer ist nämlich eine ganze Weile mit einem Geofencing-Auto rumgefahren. Und ja, da hinten steht es schon. Da gehen wir gleich mal hin und gucken, ob er uns was zum Thema Geofencing erzählen kann. Hallo, Herr Palmer. Hallo. In Corona-Zeiten. Sie fahren mit Geofencing seit einiger Zeit schon? Ja, das ist der Testwagen von Ford, den wir haben zum Testen. Mhm. Und der hat auch Geofencing drin. Wir stehen ja vor einem Plug-in-Hybriden und in dem Video geht es ja eigentlich um Geofencing. Was genau ist jetzt an dem Plug-in-Hybrid so besonders? Dieses Geofencing setzt ja auf diese Hybridtechnik auf. Das Auto kann sowohl elektrisch fahren, Reichweite bis zu 50 Kilometern, okay, und als Benziner unterstützt fahren. Mhm. In dem Moment, wo ich in die Umweltzone reinfahre, sorgt das Geofencing dafür, dass es automatisch auf elektrisch umschaltet, solange Energie vorhanden ist. Welche Umbauten oder welche Einbauten sind dafür nötig gewesen, damit das funktioniert? Also definitiv hat er den GPS-Tracking natürlich drin, mhm, wo Ford und mein Arbeitgeber mich direkt ganz tracken können, wo ich mich aufhalte. Mhm. Als Nebenprodukt. Ja. So, also er kennt genau, wo er drin ist, mhm, und hat auch ein Modul drin, wo zu einer Plattform im Internet quasi Informationen rüber geschickt werden über das Fahrzeug. Mhm. So, und darüber findet auch die Kommunikation quasi mit dem Umschalten statt. Jetzt haben Sie ein paar Mal Ihren Arbeitgeber erwähnt. Wer ist denn überhaupt Ihr Arbeitgeber? Der Arbeitgeber ist die Häfen- und Güterverkehr Köln AG. HGK. HGK kurz. Wir sind im Stadtwerke-Konzern, eine Tochter des Stadtwerke-Konzerns. Sie sorgen für die IT-Logistik und fahren deswegen überall rum, um alles zu installieren, genau, und zu instand zu halten. Jetzt gibt es vorprogrammierte Zonen, wo das umgeschaltet wird. Kann man denn auch selber bestimmen, in was für Bereichen er auf den Elektromotor umschaltet? Also zum Beispiel in der eigenen Straße, wenn man die Nachbarn nicht stören will oder wenn man die eben gerade stören will. Also grundsätzlich ist das möglich. Es ist mittlerweile so eingerichtet, dass es abgasorientiert oder umweltbelastend reagiert. Mhm. Also nicht mehr auf bestimmte Zonen, sondern grundsätzlich, da ist jetzt gerade Smog, da fahren wir rein und es wird umgeschaltet. Jetzt wollen wir das natürlich sehen, wie das funktioniert. Und jetzt fahren wir mal durch so eine Testzone durch und dann bin ich mal gespannt, was sich dann tut im Auto, oder? Ja. Okay. Naja, als Elektroautofahrer höre ich ja den Unterschied, ob ein Elektromotor an ist, weil man merkt schon, also jetzt, wo der Motor an ist, hört man. Vibriert und man hört ihn auch ganz gerne. Genau, genau. Motor. Also sozusagen in dem Fans, sobald wir in diesen Zaun reinfahren, müsste das von alleine umschalten. Ist das auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn plötzlich von außen jemand ins Auto eingreift? Ja, am Anfang war es spannend, aber mittlerweile kennt man das ja und hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Wie man laut und deutlich hört, ist der Motor an. Er lädt sogar die Batterie auf und jetzt fahren wir gleich in die Geofencing-Zone hinein und dann müsste das Ding auf Batteriebetrieb umschalten. Ich guck mal, ob ich das für euch hier auf dem Armaturenbrett einfangen kann. Ihr seht das oben an dem kleinen Zeichen, da sieht man jetzt, die Batterie wird aufgeladen durch den Motor. Wir hören auch deutlich den Motor brummen und da vorne kommt jetzt eine Brücke und unter dieser Brücke beginnt normalerweise die Geofencing-Zone. Und dann müsste der Motor ausgehen und das Auto leise weiterrollen. Der Palmer fährt extra schön hochtourig, damit man es auch hört. Wupp. Tja, weg war der Motor. Cool. Hat funktioniert. Wie von Geisterhand ist das Auto umgeschaltet worden und wir fahren geräuschlos hier am schönen Kölner Dom vorbei. Ja, hier hört man Auto laut,
Wir Auto leise. Wir fahren jetzt hier durch die Kölner Innenstadt komplett mit Strom. Hält die Luft rein, macht keinen Lärm. Und wenn wir nachher wieder rausfahren Richtung Grüngürtel, dann springt der Motor wieder an. Ja, ich glaube, die Batterie, haben Sie vorhin gesagt, ist ja auch nur 50 Kilometer. Also ich kann einmal rund um Köln damit fahren. Okay. Vernünftige Temperatur. Ja. Na, Vater. Na. War's gut. Ja, super Sache. Ja, Palmer, vielen Dank fürs Mitfahren. Eine Sache habe ich noch, als wir am Schluss aus der Zone rausgefahren sind, ist der Motor nicht wieder angesprungen. Warum eigentlich nicht? Ja, er muss ja nicht anspringen. In dem Moment, wo er noch genug elektrische Energie hat, kann ich selber bestimmen, ob ich elektrisch fahren will oder per Motor fahren will. Ja. Sie meinten jetzt, dass Sie seit ungefähr einem halben Jahr Testfahrer sind für das Geofencing-Projekt. Was sind denn so Ihre Erfahrungen, beziehungsweise haben Sie irgendwelche Verbesserungswünsche? Also ein großer Nachteil ist sicherlich von diesem System, dass ich entscheiden muss, wie weit reicht meine Batterie noch für meine Route. Es kann sein, dass der auf Laden schaltet, von dieser Geo-Geschichte her, und ich muss eigentlich gar nicht laden, weil ich nur 3 Kilometer bis nach Hause habe. Mhm. Da kann ich vielleicht auch wieder an eine Steckdose fahren, was nachladen. Das weiß das System alles nicht. Dafür macht man Tests, um solche Erfahrungswerte zu sammeln. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das Ganze ist ja deswegen interessant, weil in dieser Mobility-Zeitgeist-Studie eben rauskam, dass die jungen Leute erwarten, dass Digitalisierung uns zukünftig hilft, zum Beispiel auch beim nachhaltigen Fahren. Und über dieses Thema werden wir auch und vielleicht auch über die noch Einwände aus dem Test werden wir sprechen mit Dr. Alexandra Holz in dem Podcast, den wir euch unten verlinken. Und ja, wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder auf meinem Kanal dabei. Liked unbedingt dieses Video, kommentiert, was euch gefällt und was ihr in Zukunft für Themen hier haben wollt. Hört unseren Podcast, den Ford Mobility Zeitgeist Podcast, und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.